Grundsätzlich ja. Die Chronik von Stahl und Feder spielt in ihrer eigenen, von uns erschaffenen Welt. Jedoch verzichten wir auf märchenhafte Gestalten wie Zwerge, Elfen oder Goblins. Auch die Magie kommt nur in sehr eingeschränktem Maße vor. Die treibenden Kräfte sind Intrigen und politische Konflikte. Damit durchbrechen wir das Grundkonzept vieler Fantasy-Romane, schwarz gegen weiß, und tendieren eher in Richtung historischer Roman. Bei historischen Romanen ist man doch sehr an die Fakten gebunden. Wir aber haben unsere eigenen Ideen von Völkern, Personen und Konflikten, die wir umsetzen möchten. Vorerst wird die Chronik von Stahl und Feder als E-Book erscheinen. Jedoch bestehen Pläne, das Buch auch als gebundene Ausgabe herauszubringen. Erhältlich wird das Werk hier auf unserer Homepage sein, auf Amazon, iBooks, Thalia und weiteren Anbietern. Die Chronik von Stahl und Feder braucht keine Explosionen und strahlende Helden. Unsere Welt ist ehrlich, dadurch aber auch zuweilen hart. Es geht um Menschen und ihre Konflikte. Der eine greift zum Stahl, der andere zu Tusche und Feder. In der Chronik von Stahl und Feder wird keine Welt gerettet. Vielmehr wird eine Welt erschaffen.